Hallo liebe Galgo-Freunde, ich erzähle euch nun ganz kurz die traurige Geschichte von Sanne. Sanne wurde mit Linus gemeinsam von ihrem Besitzer in der Tötungsstation letzten Mittwoch abgegeben. Wir durften sie nicht gleich übernehmen. Am Donnerstagmorgen fuhren wir aber dann hin und holten sie. Sanne ist ein Hund, die so schlecht gehalten wurde, wie man es sich nicht vorstellen kann. Dieser Hund steckte wirklich bis zu den Ellenbogen im Kot. Sie hat typische Wunden, wenn ihr das so seht, wenn Hunde in Kisten gehalten werden. Sie war Zuchthündin, sie ist mager, wirklich bis auf die Knochen. Sanne kennt gar nichts. Sie fängt jetzt hier momentan an bei uns, so ein bisschen den Tagesablauf kennenzulernen, dass es Tag und Nacht gibt, dass es auch ein weiches Bett gibt, ohne Kot, ohne Pisi. Sie ist stubenrein. Hatte aber am Anfang wirklich ganz, ganz große Angst, rauszugehen, unter dem freien Himmel ihr Pipi und ihr Geschäft zu machen. Für Sanne suchen wir ganz, ganz dringend ein gutes Zuhause. Sie ist eine bildschöne Maus. Sie traut sich momentan noch nicht, mich anzuschauen, aber sie sucht meine Nähe. Sanne kann Anfang Juli ausreisen. Guckt sie euch mal an. Na, vielleicht schaffe ich's. Guckt mal her. Selten einen so traurigen Hund gesehen. Bitte lasst uns gemeinsam ein Zuhause für sie finden.